Schönen guten Abend und willkommen zu einer neuen Emission Jeunesse TV hier vom wunderschönen Süd von Bellval. Das ist ein Fried, ihr auch heute darum können zu begrüßen. Jeunesse TV ist mittlerweile bei der 8. Emission angekommen und es fängt so los an, eine kleine Tradition zu gehen. Und auch heute tun wir um ganz viel im Programm. Das Championat ist nur eine echte kleine Pause am Gangen und es sind mittlerweile eine halbe Dose Matcher gespielt. Zeit für uns, einen echten Tischbilanz zu ziehen. Der Bilan fällt für Jeunesse nur 6 Matcher relativ positiv aus. Mit 3 Victoires, 2 Gleichspieler und einer die Fett nehmen, kann er durchaus zufrieden sein. Und das von allem, weil er am Moment nehmen 2 Punkte Retard hat auf den nächsten. Natürlich ist der BGL League am Moment in der Spitze ganz, ganz eng. Das ist einerseits ein Avantage für Jeunesse, das heißt, sie können relativ sehr sogar bis in die Tabelle Spitze kommen. Andererseits ist das Mittelfeld auch ganz, ganz nah bei. Und wie ihr wisst, dass das selber gesuchte Ziel von der Jeunesse, einen Platz zu kreieren für europäisch nichts zu spielen. Und das muss auf manst die feierte Platz sein. Ganz wichtig für Jeunesse, wenn natürlich die Match gegen Kärsching. Da wird sich entschieden, ob der Saisonabtakt gut gehen oder nicht durchschnittlich. Melo mit 11 Punkten aus 6 Matchen, also noch bei einer Moyenne, die besser ist, wie beispielsweise das letzte Jahr, wo Jeunesse die feierte gehen ist, als wir die Europa League qualifizieren können. Und dann, was meine ich, ganz überraschend ist, was wahrscheinlich viele Leute, weil solange sie Jeunesse-Fans sind, früher wert ist, dass Jeunesse 15 Goals bis jetzt geschossen hat an den 6 Matchen, was ja ganz respektabel ist, 2,5 pro Match. Und damit ist Jeunesse am Moment auch die Equipe, die die meisten Goals geschossen hat. Und ich meine, damit hat wahrscheinlich kein gerechnet. Und wenn man dann guckt, wie die Defense steht, es wird viel Goals geschossen, aber nur den 12. Match, wo sie da 6 kassiert haben, hat der Trainer dann teils die Defense auch umgestellt und die Schwingen der Valo mäßiger zu stehen. Ob der Jeunesse wird natürlich auch viel die Momentaufnahmen freuen, wenn ihr gesagt, dass sie beispielsweise mehr Punkte haben wie die größte Champions-Favorit Diedling. Und das unterstreicht doch die gute Leistung, die Jeunesse beim Auswärtsmatch zu Diedling gewesen hat, wo sie vielleicht die besten Halschen von der Saison bis bisschen gewesen hat, und wo sie auch verdient mit 2-0 Erfeierung lauch. Auf jeden Fall hat Jeunesse durch Potenzial abblenden gelöst. Und hat ihr gesehen, dass die Equipe, wenn es wirklich schrullt, durchaus ganz, ganz viel kann spielen. Aber wenn sie natürlich könnten und die Leistung aufknappen, aus den ersten 45 Minuten, dann, ja, für was soll Jeunesse dann nicht können, bis ganz zum Schluss ganz, ganz viel matchspielen. Und mit den 11 Punkten wird dann auf der Jeunesse auch für das Mal ein bisschen Ruhe an die Equipe kommen, an den ganzen Trainerstaff und auch die Spieler werden nicht appreciieren, dass sie können in Zukunft ein bisschen mehr Ruhe schaffen. Das weiß ich nicht, ob der Grenz, wo immer ein ganz starker Publik ist, wo ganz viele Leute gucken kommen, es auch immens sehr zu Unzufriedenheit nach den Zuschauern kommt. Denn das nur zu vollziehen, das auch zu verstehen, mehr das natürlich für den Trainer, also eine Equipe, nicht immer ganz einfach bei dem Druck dann zu schaffen. Mehr, wie gesagt, durch die neuen Resultate dürfte es in Zukunft ein bisschen mehr einfach gehen. Jeunesse hat sich, für zu resümieren, eine gute Basis gelöst, für dieses Championat heranzuklammern. Mit 11 Punkten ist nach alles möglich. Aber die nächsten Matches werden recht weisen, in welche Richtung das definitiv geht. Die Defense stinkt stabilisiert zu sein, und auch der Attack, der ja ganz offen in der Kritik steht, trifft mehr oft, wie in das von ihr eigentlich gefangen. Da sind wir mal gespannt, wie sich die nächsten Matches von der Jeunesse werden entwickeln. Den nächsten Heimmatch ist übrigens für den 21. September geht Römling angesucht, da ihr dann die nächste Länderspielpause aussteht. An unserer letzten Emission hatten wir euch annonciert, dass wir in Zukunft mehr interaktiv gehen und euch die Möglichkeit bieten, aktiv in dieser Emission Deal zu holen. Das geht ja auch mal den Erik Hoffmann im Interview, der schon mehr wie 270 Matcher für Jeunesse gespielt hat. Und am Vierfeld könnt ihr uns frohen und den Erik rausschicken. Lasst mal ein Interview ran, aber passt auf, vielleicht taucht schon die ein oder andere froh von ihr Job. Ja, moin, ich bin Erik Hoffmann, spiele los seit 6 Jahren hier auf der Jeunesse. Ich bin im Moment leider verletzt, dafür kann ich schauen, ob ich den Match noch gucken kann. Da freue ich mich auf ein paar Fragen von den Zuschauern. Nach dem Diedling-Match hat man das Stash mit der Nationalequipe und den zweiten Tag habe ich mir wehgeto, dass es nicht schlimm ist, dass ich muskulär, ich muss noch ein paar Tage pausen, am ganzen 10 bis 15 Tage. Guck mal, ich meine, anfangs der Woche fängt es los, mit der Equipe zu trainieren, vielleicht mit Chance geht es ja durch, für niederkommen. Du hast alles gut, ich meine, das ist eine Umstellung, wenn ich für dich gehabt habe, zu den aber mehr Verpflichtungen du hast, wie für drin. Mit das aber eine super schöne Zeit. Ich meine, zu den ganz anderen Momenten, du hast mit der Familie, mit der Frau, mit dem Kleinen du hast. Und das ist natürlich ein super Fried. Ja, alles in den Hut zu kriegen, das ist schon schwer. Ich meine, wir haben schon aber 5 bis 6 Monate vor Fußball. Wenn ich da bedenke, wenn ich ganz viel schaffe, ob es am Training geht, ich komme heim, dann ist es halb 10 Uhr.
Dann ist natürlich die Frau den ganzen Tag ziemlich viel allein mit dem Kleinen. Aber bon, das sind Momente, die ich weiß, weil ich sich darauf präparieren muss. Ich meine, wir probieren das so gut wie möglich hinzukriegen. Das ist mir schwer. Wir wollen einfach aus den drei Sachen probieren, das Schönste rauszuholen und so gut wie möglich hinzukriegen. Ja, also wie ich auf die Genesse komme, sind ich nicht mehr zu feiern gewohnt. Ich will noch zu Kolmar, Biersch, das ist normal weit. Wir ein bisschen Männer weit, wie wir gerade feiern. Mein Vater ist einfach dort gekommen, schon lange zu Wettelbrück gespielt und dann ist einfach froh, wie ich von Wettelbrück fortgehen wollte, wie ein Fußballverein sind auch da, wo ein Interesse hat, spielen zu gehen. Und du hast dich schon auf die Genesse gefallen und das ist natürlich ein bisschen mehr weit, aber ich habe einfach viele positive Sachen, die du wert machen, dass ich einfach so viel Zeit auf sich hält. Ja, es waren natürlich als Saison hat es ein paar Momente, die ziemlich flott sind. Aber bon, die direkt die erste Saison, wie wir Champion gewesen, meine ich, war schon ein Highlight. Ich meine, Genesse war mein 4 oder 5 Jahre nicht mehr Champion gewesen. Seitdem haben wir den Lohn nicht mehr gepackt. Das ist natürlich den Highlight gewesen. Und dann natürlich ein Cup-Finale war ein Highlight. Und Cup der Robben weiterkommen, wie wir auch Finnland das qualifiziert haben. Das waren natürlich die drei starken Momente. Aber sonst gibt es natürlich auch viele andere kleine Momente, die ich da am Gruppe sind mit den Kollegen, die noch nicht mit sportlichen Erfolg zu tun haben. Und das einfach zusammen möchte, dass bis die 6 Jahre ziemlich flott war auf der Genesse. Ja, ich gebe so, ich hatte da wirklich viel und noch viel mit ein bisschen Renommee. Und dafür ist, dass man schon so ein Alltrainer hat, sein Naupen. Alltrainer hat gute Sachen, schlechte Sachen. Als Spieler sieht auch bei Alltrainer andere Sachen gut. Ich meine, schon ganz am Anfang lang mit Holz Lück zusammen geschafft, zu Wettelbrück, den Hellas an der Nationalequipe. Plus, wie wir Champion gewesen sind, mit Jacques Müller, mit dem Grand Jean, mit dem Dan Theus. Das sind wirklich Trainer mit viel Charakter und die ganz andere Ideen für Fußball, ganz anders als Rugin. Und für jeden Verein lehrt den ziemlich viel, weil er jeden Verein andere Ideen hat. Dann geht ihm darum, sich überall das Beste mitzuholen. Und die Fehler, die er selber gesagt hat am Trainer, ich meine, das ist normal. Jeden Verein hat eben andere Ideen. Und so können eben zusammen, dass es das heute so flott ist und heute so nicht so flott. Ja, mich schon immer all die Ballsportarten fasziniert. Ich spiele regelmäßig Sachen wie Badminton, Tennis, Ping-Pong probieren am Jahr eins zu spielen, wo ich final mochte, der Kampf was gegen Kollegen oder gegen Familie, wo ich will gewinnen. Das sind all die Ballsportarten. Ich meine, zu feiern gut mit dem Schüssen, der Fußball von Equipensportarten, du warst schon schnell gemacht. Ich weiß aber noch nicht, wenn dann in einer anderen Stadt, wo vielleicht der Basket oder Handball mehr geschrieben wird, das sind noch Sportarten, die mich schon interessieren, aber vor allem Equipensportarten, die mit dem Ball zu dienen. Ja, der Anfang vom Championat war ziemlich okay. Ich meine, wir haben uns Punkte geholt, hat könnten für allem den Match zu Rösburg besser gespielt haben. All die anderen Matches waren aber ziemlich korrekt. Aber wenn wir so weiterspielen, meine ich, dass man so als die letzte Saison, wo wir feierte gesehen haben, wir müssen einfach gucken, die Drittplatz zu kriegen. Es geht schwer, weil die anderen Equipen aber ziemlich regelmäßig stark sind. Und wir müssen gucken, die Schwankungen, die wir letztes Jahr hatten, weil wir die verschiedenen Spiele abbauen, dass wir die weglassen. Und dann muss man alles gehen, für die Drittplatz können zu holen. Es geht ganz schwer, aber ich bin auch ziemlich zuversichtlich, dass wir zwischen 2 und 4 Jahren landen und das hängt leider nicht an, so gut wie möglich zu machen. Außer also nicht, ich meine, ich hoffe, um zu spielen. Ich hoffe, ein Trainer morgen auf mich zurückgreift. Ich meine, ich will auch ein paar Mal gut nicht rankommen. Letztes Jahr habe ich noch ein paar Mal von Anfang an gespielt, aber seit 4 oder 5 Matchen gut nicht mehr. Das ist gut, das ist sauer, wenn ich nicht mehr am Stage ist, so lange und fest bin, spiele ich nicht. Aber ich probiere erst einmal zu spielen und mit den Kochmatchen interessiert mich das echt gut nicht. Weil solange ich nicht spiele, ist das ja sowieso, könnte das gut davor. Und dafür ist das echt Ziel, mal für einen anderen zu spielen. Ja, das ist schwer. Ich meine, ich habe mal nach 2 Jahren auf der Genesse-Kontrakt, die 2 Jahre meine ich sicher mal voll durch. Und dann muss ich gucken, dann habe ich da 32. Ich meine, es geht noch ein bisschen. Wir bauen so etwas auch immer vom Körper aufhängig, wie gut ich dann raus, wie ich das noch kann alles mitmachen, mit Arbeit, mit Familie. Aber im Moment meine ich schon, dass nur in 2 Jahren wahrscheinlich noch 1-2 Jahre weitergeht. Aber ich mache mir noch nicht viel Gedanken darüber.
Jeunesse ist aber weiter als mehr wie nur die erste Equipe. Aber ein Trainer vom Spieler Dan Theis schon ein Juni ist angefangen, um zu trainieren, so wird Rentre bei den Jugendequipen erreicht für Ende August, respektive Anfang September, angesucht. Wir haben am Koordinator von der Jugend, von der Jeunesse, dem Roger Spautz, gesprochen und hier gefragt, ob dann ein Rentre am Fußball so viel anders ist als ein an der Schule. Ich meine, einerseits als Spieler, andererseits als Trainer, wie sie ihn nicht immer direkt werden durchkennt. Ich meine, Spieler, sie kriegen einen neuen Trainer, weil sie in einer Kategorie gehen oder weil ein Trainer gewechselt wird. Ein Trainer selber, der kriegt auch neue Spieler, die muss den mal kennenlernen. Die Spieler müssen auch den Trainer kennenlernen. Natürlich, das braucht schon ein bisschen, bis das richtig anläuft, bis das funktioniert, dass ich gut zusammen kann trainieren, für ein neues Resultat zu machen. Das ist natürlich auch organisatorisch. Sonst am Anfang ist das nicht so einfach. Weil wir haben so bald 250 Spieler, die hier trainieren. Wir haben relativ kleine Westjahre, wir haben zwei, drei Terrain, aber du hast just ein Terrain, wo die Equipe top trainiert. Da muss ich mit dem Terrain gucken, wie ihn das abteilt, muss ich gucken mit den Trainingszeiten, wie ihn das abteilt. Das ist das am Anfang wirklich das relativ viel Arbeit, bis das dann alles funktioniert. Und ich meine, es sind aber relativ viele Leute rundherum, die mithelfen. Einerseits Trainer, andererseits Komitee, andererseits Leute aus der Jurenkommission oder der Platzwart. Das ist, da muss ich gucken, für alles unter den Hut zu bringen. Am Jugendbereich ist das immer relativ schwer. Es ist schon ganz klar bei den innersten Equipen, Bambin, Pupil, Pusa und auch eventuell Minim nach. So, du gehst nicht auf die Resultate geguckt, du hast eine tatsächliche Formation. Die Bauern sollen formiert gehen, sie sollen Technik lehren und so weiter, sollen lehren Fußball spielen. Und ab Scholar KD Junior, du guckst dir schon für bessere Resultate zu machen. Aber ich gebe so, dass die Resultate aber nicht so wichtig sind, weil beim Jugendbereich sind immer viele Faktoren, die mitspielen. Sind während der Saison sind sie Spieler, die abhalten aus privaten oder schulischen Ursachen oder dass sie blessiert sind. Das ist nicht so wie bei einer ersten Equipe, wo ich fest mal rechnen kann, wie viele Spieler das in hat. Also kann ich sich Ziele setzen. Aber ich meine, wichtig am Jugendbereich hauptsächlich, das ist die Formation. Und ich meine, du hast an den letzten Jahren auch auf der Jeunesse gut geschafft gehen. Es sind eine ganze Reihe Spieler, die an den Kader gepackt haben, von der ersten Equipe. Es sind eine Reihe Spieler, die Stammspieler sind, wie den Miloš Todorović. So, just, weil ich Junioren trainieren, der war halt letztes Jahr bei mir für den Winter noch bei den Junioren, die gespielt haben. Wenn ich fast mit dem gerechnet habe, ab dem Winter war in der ersten Equipe. Das heißt, die besten Spieler sind abgegangen. Und ich meine, das beweist, dass auch an alle Kategorien, dass du gut geschafft hast. Weil ich meine, hauptsächlich auch am innersten Bereich, du hast, wo sie lehren, Basis lehren. Und darauf muss dann nur dann abgebaut gehen. Wir haben effektiv, ich meine, noch wie an anderen Sportarten, sind immer noch Benevolen, die gebraucht werden. Ich meine, das ist nicht nur den Trainer, den seinen Job muss im Terrain machen, den sein Matcher muss organisieren, mit das auch rundherum ganz viel erbischt. Jugendequipen, die müssen begleitet werden, wenn sie rausspielen gehen, brauchen Jugendleiter, müssen Lizenzen gemacht werden, das viel administrativ erbischt, müssen Turniere organisiert werden oder man kriegt Invitationen für Turniere an das Ausland. Das heißt, du musst dann geguckt, die für das organisiert gehen, muss auch geguckt gehen, für so heranzukommen, dass die Deplacementer, dass die können finanziert gehen. Und ich meine, das wird hauptsächlich von Benevolen, von den Leuten, die an der Jugendkommission sind oder anderwärts mitschaffen, wo das muss gemacht werden. Ich meine, die Spieler sind immer alle gut und sie willkommen. Ich meine, am besten auf dem Site von der Jeunesse, jeunesse-h.lu, gucken, da sind Trainingszeiten von den einzelnen Kategorien, stehen die drauf. Und dann braucht sie just hier oben auf den Terrain zu kommen und dann zu fragen, wen den Trainer ist. Und der geht dann die weiter Renseignementen und dann gehen sie direkt an die Kippen integriert. Auf dieser Platz wollen wir also im Nowus dann alles Gute für das Championat wünschen, aber für uns allem viel Freude und Satisfaktion beim Fußballspielen. Ja, und auch bei den ganz Kleinen wird schon ganz viel Wert auf die Goalkeeps-Position gelöst. Und auch sie trainieren schon teilweise mit einem speziellen Trainer. Was dann und dem Training so speziell ist, das haben wir den Arni Kirsch, den Goalkeeps-Trainer von der ersten Equipe, gefragt. Ich habe mein Leben lang immer mit dem Goal gespielt und zu meiner Zeit und noch kurz danach kann ich mich nicht erinnern, dass der Goalkeeps-Training ging. Also entweder hast du den Ball gefangen
oder du hast den Wutsche gelost und du hast nicht mehr gespielt oder so. Ich ging schätzen, den ersten Goalkeeper-Trainer, den Heizel Lützebüsch Ginners, beim relativ guten Niveau, war den René Hoffmann, zu der Zeit, wie der Paul Philipp bei der A-Equipe Nationaltrainer war. Und dann aus einer Generation noch kommen, da zähle ich mich dann noch dazu. Ich ging, wenn ich ein bisschen zurückrechne, in den 90er Jahren, während ich halt zu Lützebüsch an den Michael Hausmann auch beim Jugendequipen auf der WLF. Das waren am Anfang die ersten Leute, die halt zu Lützebüsch spezifisch in dem Bereich geschafft haben. Vielleicht ist eine von den Ursachen gewesen, dass das die neuen Regeln kommen sind an den 80er Jahren, dass der Goalkeeper den Ball sobald er in den Händen hat, direkt oder nur 7 Sekunden müssen aufspielen. Was für nicht der Fall war, wenn er sich in einer Ära die noch zurück erinnert, die konnten den Ball 7-mal niederlegen, 7-mal rüber den Grab holen und so, so über die 90 Minuten Fußball immens viel Spielzeit an den Sand gesetzt und verzögert und das Resultat über Zeit bräuchte. Und das war auch richtig, dass die Goalkeeper-Regel angefordert ging, für Zeit zu reduzieren. Und dadurch haben die Goalkeeper viel mehr spezifisch müssen lernen beim Fußspielen. Und ich ging meinen, dass wir am Anfang schon eine von den Ursachen gewesen sind, für die Goalkeeper-Trainer eine Berechtigung gekriegt hat. Das am Anfang nicht nur Ball fangen. Ich meine, wenn wir hier rundherum gucken, bei mir als Alltraining, Techniktraining mit dem Fuß dabei, gehört selbstverständlich auch Krafttraining dabei. Krafttraining gehört immer dazu, ob es Oberkörper, B-Muskulatur, das ist indispensabel. Also das muss dazu gehören, ohne geht es nicht. Weil ich meine, wir sind Amateure und die meisten von den Jungen gehen ganz hoch schaffen oft bis 6 Uhr rennen dünn um am Auto auf dem Training, weil wir halt pünktlich können, um Training zu sehen. Die Hunal oder der Gruppe von den Leuten hat keine Zeit für während ihrem professionellen Arbeit auch noch sich mit Körperfitness zu beschäftigen. Und da werden wir auch schon bei der Jeunesse News kommen. Und das Kehr wollen wir jetzt nicht ganz lange auf die Folter spannen und direkt zu der Ablesung von unserem letzten Quiz kommen. Da wollten wir von euch wissen, wie dann das Resultat vom Auftaktmatch vom Championat Jeunesse Daverding war. Die richtige Antwort ist natürlich 3-3 gewesen. Und wie gewonnen wird, das sehen wir auch gleich. Zu gewonnen gibt es ein Trikot, das von den Spielern von der ersten Equipe signiert das und die geht um den Herrn Mike Morris. Herzlichen Glückwunsch! Auf die nächste Kehr will man aus dem Quiz von euch wissen, wie im Jahr Jeunesse gegründet wurde. Wenn ihr die richtige Antwort wisst, dann macht es wie immer. Schickt euch bis spätestens den 3. September eine E-Mail ran oder ein SMS. Die E-Mail schreibt ihr an quiz@prosoundmedia.lu und das SMS schickt ihr unter 621-494-464. Vergisst du nicht, eure Nummer dabei zu schreiben. Wir wünschen euch alle gute Bonne Chance. Und da sind wir froh, euch für den 30. September auf den ersten Jeunesse-Stammtisch zu invitieren. In Zukunft sollen nämlich die Freunde von der Jeunesse die Gelegenheit kriegen, sich alle letzten Dünsten am Mond zu sehen und auch unter einem gemütlichen Pott über die Schwarz-Weiß zu schnüssen. Den ersten Stammini ist wie gesagt den 30. September ab Erdauer an der Brasserie Rex auf der Escher Brillplatz. Den ein oder anderen Überraschungsgast wird auch mit dabei sein und das für euch vielleicht Gelegenheit, die ein oder andere Frohlast zu gehen. Wir wären froh, euch da können zu begrüßen. Das war es dann auch schon für heute. Wir sehen uns hoffentlich spätestens an einem Mond für eine neue Emission Jeunesse TV herum. Die könnt ihr euch los schon den 14. Oktober an eurem Agenda notieren. Gerne begrüßen wir euch aber auch auf der Escher Grenze für unseren nächsten Heimatch oder vielleicht um Stammini. Bis dahin, macht's gut und bis geschwind.
Making communications exciting.